Herzlich willkommen zur Regionalberatung Südniedersachsen. Wir befinden uns heute auf einem Zuckerrübenschlag. In unserer Region haben die Zuckerrüben 4 bzw. 6 Blätter gebildet, so dass jetzt, Volker, die zweite und die dritte NRK ansteht. Anfang der Saison haben wir das Tanaris eingeführt. Volker, wie setzt sich Tanaris jetzt nochmal zusammen? Tanaris besteht aus 2 Wirkstoffen. Einmal das Dimethenamid, bekannt aus dem Spektrum, kombiniert mit dem Quinmerac-Wirkstoff. Volker, wir haben ja jetzt die zweite und dritte NRK anstehend. Wie wollen wir das Tanaris dort einbauen? Tanaris dürfen wir einsetzen in der zweiten und dritten NRK mit jeweils 0,6 Liter pro Hektar. Mischungen mit einem Tandempartner plus Metamitron plus Debüt sind möglich. Welche Wirkungsschwerpunkte ergeben sich daraus für das Tanaris? Tanaris hat eine sehr gute Wirkung auf die Hirsen, ganz, ganz wichtig auch. Neben der Hirse erfassen wir aber auch Problemunkräuter wie Hundspetersilie, wie Amaranth, aber auch die spät nachauflaufenden Unkräuter wie Nachtschatten, Franzosenkraut werden sehr gut erfasst. Auch der Storchschnabel wird auch gut erfasst. Wichtig auch die gute unterstützende Wirkung auf Bingelkraut und auch auf die Knöterich-Arten haben wir immer wieder festgestellt. Volker, das hört sich sehr gut an. Also ein sehr rundes, abgerundetes Produkt. Wie verhält es sich jetzt noch mit den Abstandsauflagen? Tanaris hat sehr gute Abstandsauflagen, bei Gewässer 1 Meter, und wir haben auch keine Hangauflage. BASF. We create chemistry.